Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem neuen Magazin Wir in Stuttgart. Sie wissen ja, ab sofort heißt es für Sie um 17:45 einschalten hier bei Regio TV, weil wir berichten über die 23 Stadtbezirke mit tollen Menschen und spannenden Themen. Wir haben unseren Bürger der Woche im zweiten Teil und dieses Mal habe ich mir gedacht, warum eigentlich nur einen, wenn wir gleich 4 coole Musiker vor die Kamera kriegen. Und das haben wir geschafft und ich verspreche Ihnen, es wird ein Ohren- und ein Augenschmaus. Außerdem kümmern wir uns um die 5. Jahreszeit und klären die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fastnet, Fasching und Karneval? Und jetzt muss ich leider mit einer unangenehmen Frage in diese Sendung starten. Was machen eigentlich Ihre guten Vorsätze 2015? Haben Sie die bis jetzt eingehalten? Haben Sie Vorsätze gehabt dieses Jahr? Nein, gar Warum? Keine. Eigentlich, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Abgenommen habe ich auch. Letzten Monat erst geheiratet und deswegen keine Vorsätze gemacht. Aber was hat denn die Heirat mit den Vorsätzen zu tun? Ich hatte letztes Jahr zu viel zu tun. Achso, da haben Sie keine Zeit gehabt, sich Vorsätze... Auch. Das ist clever. Und dann nimmt sich und sagt einfach, ich habe keine Zeit, mir gute Vorsätze zu machen. Haben Sie sich vielleicht dieses Jahr als guten Vorsatz genommen, mit dem Rauchen aufzuhören? Nee, ich habe mir eigentlich vorgenommen, genauso weiter zu rauchen. Aber nach Möglichkeit mehr Sekt zu trinken dieses Jahr. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Tut mir leid. Vielleicht wäre ja mal ein guter Vorsatz, sich mehr Zeit für Menschen zu nehmen, die einem das Mikro vor die Nase halten, oder? Hast du gute Vorsätze für dieses Jahr gehabt? Nein, habe ich nicht. Weil du Angst hattest, dass du sie brichst? Nee, weil man macht es ja eh nicht mehr. Weil man ist mittlerweile älter und ja. Hat eh keinen Sinn mehr, sich was vorzunehmen. An dieser Stelle kann ich Ihnen ja auch meinen guten Vorsatz verraten. Und der lautet, jedes Jahr meine Vorsätze aufs nächste Jahr zu verschieben. Das ist ein ganz guter Trick, können Sie ja gerne mal ausprobieren. Was wir Gott sei Dank nicht verschieben und was jedes Jahr wieder stattfindet, ist die 5. Jahreszeit. Wir sind ja mittendrin. Und wenn ich nicht gerade hier bei Regio TV, das neue Magazin Wir in Stuttgart, moderiere, bin ich als Stuttgarter Stadtprinzessin unterwegs. Und ich war letztes Wochenende auf einer Veranstaltung und da nehme ich Sie jetzt mal mit hin. Und so schnell geht's. So schnell ist man Stuttgarter Stadtprinzessin. Als Stuttgarter Stadtprinzessin ist man in der ganzen Region auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen unterwegs. Und zusammen mit meinem Prinzen, der hier übrigens gerade seinen Auftritt hat, ist unsere Aufgabe, den Stuttgarter Fasching zu repräsentieren. Das Stadtprinzenpaar wird übrigens jedes Jahr vom ältesten Karnevalsverein der Landeshauptstadt gestellt. Die Gesellschaft Möbelwagen. Aber wie heißt es denn jetzt eigentlich richtig in Stuttgart? Fastnet, Fasching oder Karneval? Und was ist der Unterschied? Also es heißt Fastnet oder Karneval. Fasching ist eigentlich noch viel weiter südlich in Bayern. Aber hier in Baden-Württemberg hat sich eben der Fasching eingebürgert. Aber Fastnet und Karneval ist schon richtig. Fastnet ist schwäbisch-alemannisch, Brauchtum. Und Karneval und Fasching ist so hier in diesem Outfit. Prinzessinnen, Prinzen. Gartenmädchen. Was ist das Coole an der Stuttgarter, am Stuttgarter Fasching? Alle Menschen, die man dort trifft, alle sind lustig. Es ist eine tolle Atmosphäre. Freunde für Freunde, bei Freunden, immer schön. Ja, und zu jeder anständigen Prinzessin gehört natürlich auch ein Prinz. Tada! Hi, servus. Und schon bist Hi. Du da. Ja. Hi. Du hast gerade Auftritt gehabt, wie war's? Ja, es war der Hammer. Alle Leute auf den Bänken, alle Leute auf den Tischen. Und es war einfach nur der Teufel los hier. Gnadenlos Hammer. Vielleicht treffen wir uns ja mal auf einer Veranstaltung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Nächste Woche sind wir übrigens bei den Rheingeschmeckten. Das sind Kölner und Düsseldorfer, die hier in Stuttgart feiern. Jetzt gehen wir erstmal ab in eine kleine Pause, aber ich muss Sie schon mal vorwarnen, dann besteht Suchtgefahr. Wir treffen nämlich 4 tolle Musiker und ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie die einmal gesehen und gehört haben, wollen Sie immer, immer mehr. Energieschub und erleben Sie Wohlbefinden und Glück. Lindern Sie Ihre Beschwerden nachhaltig. Cryowell. Gesund durch Kälte. 20 Jahre Braukunst. Bei uns wird das Bier noch selbst gemacht. Genießen Sie in uriger Atmosphäre unsere naturtrüben, unfiltrierten Biere. Dazu schwäbische Leckereien und handfeste bayerische Klassiker. Sophies Brauhaus bietet alles, was das Herz begehrt. Direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Sie brauchen Hilfe? Wir kennen da jemanden. Elektro-Dunz, Ihr Meisterbetrieb für Elektrotechnik. Noch kein Geschenk?
Holen Sie sich den brandneuen SCT-Gutschein. Eine Karte, 1000 Möglichkeiten. Der SCT-Gutschein. Einzulösen bei über 100 Unternehmen in Stuttgart City. Weitere Infos unter s-city-gutschein.de. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sag mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Ja. Aber jetzt mal genug von der Oma. Ich wollte euch was ganz anderes fragen. Habt ihr in den letzten Wochen auch Post zum Thema Organspende bekommen? Ja. So, jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Wenn man ganz tief in sich geht, ne, dann fragt man sich doch, was gibt's da eigentlich noch zu holen, oder? Ja. Hier, das Herz, schon mehrfach gebrochen. Oder die Lunge, aus dem Hals geschrien. Die Augen haben minus 50 auf Dreh. Ne? Ja, da greift man doch zu jedem Gallenstein. Und ich muss euch enttäuschen. Trennsäcke oder eine kleine Portion Hüftspeck, die kann man nicht vorher schon mal spenden. Ja. Dem Thema Organspende kann man sich auf vielen Wegen nähern. Mit Humor oder Ernst, ganz sachlich oder einfach aus dem Bauch heraus. Aber egal wie, das Wichtigste ist, Sie tun's. Treffen Sie Ihre Entscheidung und halten diese in einem Organspendeausweis fest. Ich hab's auch gerade gemacht. Kein Witz. Regio TV. Ja, ich freue mich total. Ich treffe jetzt gleich die Jungs von The Jerks. Das sind vier coole Jungs, die machen richtig guten Sound. Wir treffen uns in ihrem Proberaum und seien Sie gespannt auf gut aussehende, leidenschaftliche vier junge Männer. Darf ich vorstellen? Das ist der erste Jerk. Hallo, hi, ich bin Chris. Ja, Chris, wo ist der Rest? Die sind schon unten, ne? Ach, okay, cool. Ich lasse euch jetzt besser mal schnell rein, oder? Lass es reingehen. Also durch Gewölbekeller geht es runter zu den Männern, die wissen, wie Musik geht. Darf ich vorstellen, das ist der zweite. Hi. Chris. Das ist der dritte, Simon. Hi. Sie können sich jetzt aussuchen, welchen Sie am bestaussehendsten finden. Ja, wir kennen uns noch nicht, ne? Hi, grüß dich. Hallo. Claudi, du heißt André, gell? Genau. Das habe ich nämlich gegoogelt. So, angekommen bei The Jerks, heißt ausziehen. Gleich fürs Interview gemütlich machen. Auf der Ledercouch. Kalt ist es bei euch, gell? Wie kommt es? Ich weiß auch nicht, die Heizung war vielleicht nicht so lange an. Ah, schlecht vorbereitet. Ja, scheiße. Ja. Naja. Also Jungs, ich bin Startler. Wie sieht es bei euch aus? Sehr gut. Ja? Okay. Tipptopp. Die erste Frage, gibt's Häppchen oder sowas? Habt ihr was für mich vorbereitet? Ja, die gibt's natürlich nachher. Also wir haben oben so ein Buffet, kalt und warm gemischt. Ich wusste, Getränke. Ihr seid einfach Gentlemen. Ich habe mir lange überlegt, wie ich euch beschreiben würde. Und das, was mir eingefallen ist als allererstes, wenn man euch live erlebt. Ihr seid sehr intensiv. Das ist das Wort, was mir zu euch einfällt. Trifft's ganz gut. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also wir versuchen halt bei allem, was wir machen, ist es so, dass die Grundidee einfach erstmal die Freundschaft und die Energie dahinter und die Liebe einfach. Ich glaube schon, dass das uns auf jeden Fall auszeichnet, dass wir uns nicht irgendwie verstellen oder irgendwas uns vorspielen oder anderen Leuten vorspielen, sondern dass das, was wir in dem Moment fühlen, was wir gerade, was in uns drin steckt, rauslassen mit
allem, was wir haben. Also ihr habt euer neues Album Balboa released am 20. Dezember. Jawohl. Erzählt über das neue Album. Das neue Album ist erwachsener als alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Das neue Album ist sowohl wieder rougher als alles, was wir davor gemacht haben, bis auf vielleicht auf die ganz frühen Sachen, aber trotzdem nicht kein Punk-Rock draufgemoschtes, sondern viel durchdachtes, viel gefühltes. Und ja, deswegen sind wir auch ziemlich stolz. Aber ist ja nicht nur CD, ist auch DVD. Ihr habt euch begleiten lassen mit der Kamera, ne? Von der ersten Sekunde, wo ihr angefangen habt, die Songs aufzunehmen, bis letztendlich das Abschlusskonzert mit euren Freunden, die ihr alle hier in eurem sehr coolen Studio eingeladen habt. Wie war's, Chris? Wahnsinnig. Das glaube ich. Ich glaube, ich habe die DVD jetzt schon 5-6 Mal angeschaut und muss jedes Mal wieder lachen, weil so schöne Momente aufgenommen wurden. So sieht's übrigens aus, das neue Album. Das Verrückte ist aber, dass 2013 ihr wirklich an einem Wendepunkt standet, wo ihr gesagt habt, okay, wir hören auf mit dem ganzen Mist und lassen das. Das heißt, dazu wäre es fast nicht gekommen. Ja, also das Ding ist, wenn man halt so eine Band hat, man fängt da irgendwann an und ist eigentlich, da macht man sich noch gar keinen Kopf so großartig. Man macht einfach Musik und guckt mal, auf was es zuläuft. Und wir wollten schon halt jedes Jahr irgendwie einen Schritt weiterkommen. Und wir haben dann 2012 eben das Album gemacht und haben gedacht, jetzt machen wir das Album und jetzt kommt irgendwie der Riesenschritt, auf den wir gewartet haben. Und der ist dann nicht gekommen und da war dann der Punkt, wo wir gedacht haben, okay, bringen wir überhaupt nochmal die Energie auf, nochmal ein Jahr an Songs zu arbeiten, nochmal das aufzunehmen, nochmal die ganze Sache einfach zu machen. Aber wo kam dann die Wende? Wir haben uns eigentlich auf das halt irgendwie besinnt, was uns am meisten Bock macht, auf die Band und auf uns. Und das wollten wir einfach nicht weggeben und haben gesagt, okay, dann machen wir es komplett erstmal locker. Wir gucken einfach mal, was passiert. Und dann kamen irgendwie 2-3 Songs und dann kam auch so das, wo man wieder gemerkt hat, hey, da ist irgendwie wirklich was da und es macht so viel Spaß wie noch nie und die Songs fühlen sich so gut an wie noch nie. Und dann war es eigentlich echt nur so ein Schritt weiter, um halt die neue Platte dann zu machen. Wo kann man euch denn das nächste Mal live sehen? Gibt es schon Dates? Im Remstal das nächste Mal im April, 25. April, zu sehen auf der Kultur in der Fabrik, heißt es, in Remshalden. André, du hast gerade verraten, ihr nehmt eure Teppiche, die man jetzt hier sieht, in eurem Proberaum mit auf die Shows? Richtig, auf jede Show sind die dabei, jeder hat einen. Ich spiele ja auch barfuß und wenn ich keinen Teppich habe, dann geht es nicht. Achso, ihr nehmt die Teppiche mit, weil ihr barfuß spielt? Nicht nur. Sondern? Weil wir immer ein bisschen von daheim mitnehmen wollen. Immer so ein bisschen Bubu, ein bisschen den Vibe von gerade hier. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurer Platte. Wir werden euch bestimmt wiedersehen. Ich kann die Jungs nur empfehlen, das waren The Jerks. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, ihr dürft winken. Ja. Ihr dürft nicht mich angucken, könnt winken. Ciao, ciao. Und freue mich natürlich, wenn sie nächste Woche auch wieder mit dabei sind. Und ansonsten heißt es natürlich Platte kaufen, gell? Oder? Richtig. Ja.